Es ist eine Geisterstadt, Pripyat, direkt neben dem Kernkraftwerk Tschernobyl. Die Zeit stehen geblieben am 27. April 1986, dem Tag, an dem die Stadt mit ihren 50.000 Einwohnern geräumt wurde. Der Vergnügungspark im Zentrum von Pripyat wurde nie benutzt. Doch im Kernkraftwerk wird wieder gebaut, eine neue Schutzhülle um den Reaktor mit Geld aus dem Westen. Die alte Hülle von 1986 bekommt immer mehr Löcher. It won't be just a frame, yeah? It will be a technological complex. New structure. It won't be a final step. The new safe confinement should provide the safety environment for the works inside. Mehrere Städte und Dutzende Dörfer wurden nach der Reaktorkatastrophe abgesiedelt. Wo früher Häuser standen, sind jetzt nur mehr Ruinen. Doch immer mehr Menschen kehren zurück in die verseuchte Zone. Die Regierungen Weißrusslands und der Ukraine unterstützen die Rückkehrer. Die Länder sind arm, die verseuchten Gebiete sollen wieder wirtschaftlich genutzt werden. Auch Landwirtschaft ist ab dem nächsten Jahr wieder erlaubt. Ситуацию, как я вижу, немножко жизнь нормализуется. Люди возвращаются, рожают детей. Да. Wie groß das gesundheitliche Risiko wirklich ist, weiß niemand. Untersuchungen des Roten Kreuzes zeigen, dass die Rate von Schilddrüsenkrebs in den Gebieten rund um die Sperrzone 1000-mal höher ist als normal. Ja, beide Länder sind natürlich mit ihren Sozialsystemen hier überfordert. Und hier Hilfe zu geben von außen ist, glaube ich, eine humanitäre Pflicht. Und das Rote Kreuz leistet hier also auch einen Beitrag und auch das österreichische Rote Kreuz leistet hier einen kleinen Beitrag. Am Gelände des früheren Atomkraftwerkes wird weitergearbeitet. Denn ohne Überwachung könnte dort jederzeit wieder Radioaktivität austreten. Rund um den Unglücksreaktor wird jetzt ein neuer sogenannter Sarkophag gebaut, der die Umwelt vor den radioaktiven Strahlen schützen soll. Aber das ist wieder nur eine vorübergehende Maßnahme, denn bis hier wieder alles so sein wird wie vor dem Unfall, werden mehrere hunderttausend Jahre vergehen.